Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Battlefield 4. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Mit diesmal auf der Map Operation Spind. Auch wenn ich in der Vergangenheit immer etwas Pech hatte, hier Let's Plays zu machen. Ich hoffe, das läuft dieses Mal einfach besser. Aber wie ihr wisst, ich hoffe bei Battlefield 4 immer ziemlich viel. Ob sich das am Ende erfüllt oder nicht, ist mir eine Lacksache. Ich bin wieder als Sturmsoldat unterwegs. Hab mir diesmal die M-Tar gegriffen, weil ich ja wie gesagt mit der Ace 52 CQB, CQB überhaupt nicht klar kam. Und dachte, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Hab das natürlich auch gleich vergessen, hier mal eine Visierung drauf zu knallen, irgendwie Reflex oder so. Aber ich denke, bis ich das erste Mal gestorben bin, halte ich das auch so aus. Kimme Korn, alte klassische Art. Die Action findet natürlich wahrscheinlich wieder vorne bei Charlie statt, wie man das halt kennt. Ich bin aber auf einem No-Explosive-Server. Von daher hoffe ich einfach mal, dass dieses doofe Rumgekämpfe an einer und derselben Stelle nicht die ganze Zeit der Fall ist und man hier echt mal ein bisschen mehr zu sehen kriegt. Als nur dieses doofe Boom von den Granaten und Boom von Mörser und ja. Ja, wir sehen hier vorne wieder unten bei Charlie. Geht's wieder gut ab. Wir gehen hier außen rum. Ich habe mir meinen Squad jetzt selbst nicht großartig ausgesucht. Aber ich denke, das ist jetzt auch eher unwichtig, wenn ich eh gerade alleine spiele und mich mit den E-Com absprechen kann. Maestro, du gehst da runter. Woran ist er jetzt gestorben? Und mein anderer Kumpel ist auch weg. Da ist er, Herzgold. Was ist passiert? Rede mit mir. Oh! Scheiße! Crazy Schnitzel! Fuck! Das war doof jetzt. Ganz ehrlich, das war echt doof. Aber wir haben ja noch einen, der überlebt hat. Bitte! Herzgold, du lebst wieder. Sehr geil. Ich habe schon wieder vergessen, eine Visierung drauf zu knallen. Ärgerlich! Ich versuche jetzt mal meinen Comrade hier nicht allein zu lassen. Ja, Comrade, wir sind ja die Russen. Oh, bitte. Oh, die verzieht auch so heftig. Gut. Hinter uns, Herzgold, Hartgold, wie auch immer du hießest, heißest, geheißen hast. Gehissen. So, eine andere Weapon. Mit welcher kam ich denn hier mal ganz gut klar? Mit der ACWR, glaube ich. Da habe ich auch ein kleines Setup schon drauf. Plus die Visierung gefällt mir, glaube ich, nicht. Die ich hier drauf habe. Reflexrotpunkt Holo. Okay. Bleibt das Einzige. Lassen wir nochmal drauf. Und, steigen wir bei Delta ein. Jetzt gehen wir wieder zurück. Das war jetzt nicht mein Plan. Oh. Dann wieder raus. Raus. Herzgold, da bist du wieder. Wie sieht's hier aus? Was sagst du? Scheiße oder? Doch, ganz gut. Nochmal. Hey, ich hab dich getroffen. Ach ja, das ist. Ach, ich bin nicht auf dem Hardcore Server. Alles gut. Na komm. I'm waiting for you. Stammer. Hat der mir tatsächlich die Wand weggeschossen? Hallo.
Jetzt würden sie normalerweise hier natürlich mit Granaten schmeißen wie Sau, aber da es ein No-Explosive-Server ist, fällt das aus. Ach, jetzt haben sie... Hat er sich jetzt... Ehrlich? Was denn jetzt? Ich hänge hier fest. Ab hinter den Stein. Da ist die Leiche. So, mag mal einer vorlaufen, bitte. Da soll es Bier gratis geben. Funktioniert hier nicht. Ich habe Titten gesehen, rennt vor. Ja, okay, bei Titten beißt anscheinend jeder an. So, komm, leicht vorrücken hier. Bevor die von hinten kommen, das wäre natürlich... Hey! Alter! Was geht denn jetzt? Ich habe gedacht, das ist nur Explosive. Da sind, was war jetzt? Das sind keine explosiven Dinge, oder was? Ja, ihr seht schon. Wir kämpfen uns hier über die Seiten durch. Die Feinde wollen das natürlich auch. Achso. Oh Gottchen. Erschreckt mich. Ey, ey, ey! Irgendwo hier. Irgendwo. Ich weiß nicht wo, die werden mir hier auf der Karte angezeigt. Ich sehe aber nicht wo. Genau. Ach, komm her hier. Fuck, jetzt haben wir ein Problem. Und vor. Komm, 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 komm. Ah, ihr merkt schon, das geht jetzt wesentlich taktischer vor hier. Ne, ohne diese ganzen scheiß Granaten und so weiter macht sich hier wirklich jeder mal auf den Kopf, wie er hier vorwärts kommt. Da unten ist die Mörser. Ey, ey, ey. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, die haben es schon gemacht. Nur mal kurz ein Medipack schmeißen. Und dann geht's wieder mit runter. Alter. Scheiß Flashbangs. Ich sehe nicht, wo sie sind. Da. Meine Güte. Also mit der Waffe treffe ich irgendwie auch nicht so. Was war das? Ja, ich sag ja, bis sie von hinten kommen. Und das ist jetzt passiert. So. Es war gerade zu spaßig da. Aber jetzt sieht man schon, jetzt verlagern sie sich auch wirklich mehr nach außen. Ist natürlich auch viel Action. Oh. Jetzt kommen die Snipers. Und einer mit der SKH. Den Mortar. So, weiter geht's. Komm, komm, komm. So, schauen wir mal, wie es hier drin aussieht. Außen ist jetzt natürlich ein bisschen Trubel. Und meine Augen tun schon weh von dem ganzen Grellen. Man könnte hier natürlich wieder, ja, nicht cheaten und die ganze Helligkeit runterdrehen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja, und dann muss man zufällig da drin und dann ist man blind wie ein Maulwurf. So, was ist hier? Pausenlos? Also Granaten sind hier ja nicht, oder? Aber Feinde. Gut, war zu viele. Ich muss bloß aufpassen, dass hier keiner... Ja. Vier Stück in einer Reihe. Ihr müsst raus. Lasst euch nicht in einem Gang weghauen hier. Ja, jetzt hänge ich hier mit. Hast du den? Jo, hat er. Den hab ich. Jetzt müsste hier doch eigentlich ein bisschen Luft sein, oder nicht?
Reanimiert mich! Ja! Nein! Nein! So eine Scheiße! Oh, und mein Kaffee ist auch leer! Jetzt! So. Ja, ich werde schon leicht grün, Leute. Das Headset passt gleich nicht mehr. Ich versuche trotzdem die Runde noch durchzuhalten. Und bei meinem Squad-Leader mit einsteigen. Oh, nicht auf dem höchsten Punkt, Meister. Nur noch Zielscheibe. Numero uno. El resto de un consejo, gracias. Das war Spanisch. Mit einem super beschissenen Akzent. Wer weiß, was ich gerade gesagt habe. Ab in die Comments. Interessiert mich mal. Wie viele wir hier haben, die auch so ein bisschen Hobby-Spanisch können. So, Leute, ich nehme an, wir wollen weiter zu Alpha. Ich bin mit dabei, wenn sich irgendjemand direkt vor mich stellt, um die feindlichen Kugeln abzufangen. Das nützt nicht nur euch was, ganz besonders mir vor allen Dingen. Ich krieg Punkte und Sterne. Und ihr habt was Sinnvolles getan. Gut. Okay. Leute, was machen wir? Granate? Was steigt bei mir ein? Are you going A or B? What? Schon wieder letztes Squad-Mitglied, Leute. Liegt hinter mir einer? Nee, sind da drinnen. Ich versuche noch ein bisschen hier die Stellung zu halten, damit die wieder spawnen können. Damit ich dann auch wieder vorrücken kann. Oh, was? Oh Mann, oh. Jetzt, wo ich den einen abschießen will, kommst du wieder aus deiner Deckung raus da. Das finde ich jetzt nicht so sozial. So, bin heute emotional angeschlagen. Bitte. Also, oh hier, guck mal. Alle Feinde tot um. Wie soll ich mit diesem Stress noch umgehen? Da war einer. Wie gesagt, und wieder wurde ich getötet. Schrecklich. Orientierungslosigkeit plagt mich. Ich hab Frankenstein getötet. Ich war's. Ich hab Frankenstein getötet. So, wo sind sie denn jetzt schon wieder? Ich sehe, höre ja nichts. Kann nicht mal einer hier eine verfickte Sonnenbrille dabei haben? Damit ich sehe, dass hinter mir einer steht. Ein Rückspiegel wäre auch noch toll. Ein Rückspiegel. So. Ich komme. Ich unterstütze. Oh. Ich unterstütze die. Dass sie hier nicht wegholen, Herzgold. Also von hinten.
Ab mit dir. Headshot. Ach gut, reanimier mich. Sehr geil. Alter, fuck. Bisschen zu langsam gedreht, ey. Der Feind hat gerade jemanden als HZ getaggt. Das ist schlecht jetzt. Ich glaube, die haben... Ne, haben sie nicht. Die Düt. Bitte? Ja, du überlebst natürlich mit 14 Gesundheit, mein Freund. Das ist völlig logisch. Ist auch egal. Ich will jetzt nicht weiter rumheulen. Und auch nicht bei meinem Dick-Chimp einsteigen, aber bei ihm hier. Wo alle jetzt gerade einsteigen. Los, verteilt euch ein bisschen. Ich glaube, die rennen uns nicht hinterher. Schnell hier um die Ecke. Kurz nachladen. Oh, Frankenstein, komm, ihr habt ihn gerade erst getötet. Kannst ja du schon wieder... Hast du den Doktor dabei? Ja. Wo war er denn? Wo hast du denn der versteckt? Ich hab gedacht, du brauchst so eine komischen Spulen-Dinger da mit... Hier, Tesla-Spulen und so, mit Elektro und Blitz. Und ich hab noch keinen Blitz gesehen. Ich hab freien Himmel. Deswegen ist das draußen auch so scheiße, hey! Hinlegen. Warte mal, ist irgendwo ein Tod, hä? Ich komme... hi, na? Hallo. Scheiße. Ich sollte vielleicht erst auf den Defibrillator wechseln, wenn ich weiß, dass nicht da noch so drei Leute rumhängen. Hatte ich schon gesagt, dass ich gerade erst aufgestanden bin? Egal. Das ist nicht zu entschuldigen, ich weiß. Hier lebt keiner mehr. Das ist jetzt doof. Ich will mich aber trotzdem mal um einen Squad halten. Die Typen machen das eigentlich ganz okay. Nur ich, bitte? Danke. Das war auch echt gemein. Der hat mich überrascht. Ich habe ihn nicht kommen sehen von vorne. Ich hatte gerade meine Augenklappe schon wieder drauf. So. Wie geht's außen dann gleich wieder ab? Okay, Augen, bereitet euch vor auf das grelle Licht. Dabei heißt es doch immer, man soll nicht drauf zugehen, ne? Mörser nervt und so. Boah, gucke an, welche Massen da links vorbeistürmen wollen. Wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn ich mir eine Posi suche. Hat sich aber eh gleich erledigt, meine Leute. Wir haben gewonnen. Finde ich schön. So, ja. Dann habe ich es jetzt endlich mal geschafft, einen Let's Play auf Operation Spind zu machen. Gerade ohne Explosives. Ich hoffe, ihr stimmt mir dazu. Es geht wesentlich taktischer vor und die Map zeigt sich auch mal aus einem ganz anderen Licht, finde ich. Oder in einem ganz anderen Licht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich an der ganzen Sache. Hoffe, ihr seid natürlich auch wieder beim nächsten Mal dabei. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis dahin, euer Gunshot.